Heute ist ein richtig schöner Tag. Oh nein, er ist verletzt. Der Junge muss sofort in den MRT. Es muss sofort geschaut werden, ob er diesen schlimmen Unfall mit dem Panzer überlebt. Schnell ins MRT. So, schnell rein mit dir. Und ich trinke so lange einen Kaffee. Schnell los, bevor der Junge wieder rauskommt. Boah, wo bin ich? Ich bin im Krankenhaus in so einer Röhre. Oh mein Gott, ich komme wieder raus. OMG, was mache ich hier? Was mache ich hier? Okay, die Anzeige zeigt, dass alles in Ordnung ist. Oh mein Gott, was mache ich denn hier im Krankenhaus? Was mache, wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich hier aus dem Raum raus? Wisst ihr, wie ich hier rauskommen kann? Ich habe keine Ahnung. Bin ich hier eingesperrt oder was? Oh mein Gott, vielleicht ist hier hinter dem Schild ein Ausgang. Vielleicht ist hier... Oh, hier ist wirklich ein Ausgang. Hier komme ich aus dem Krankenhaus raus. Aber das sieht hier ganz komisch aus in dem Krankenhaus. Was ist denn das für ein Zettel, was hier liegt? Hier steht, Ene Mene, Vater Sohn, auf in die nächste Dimension. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich lustiger Spruch. Okay, naja, ich gehe jetzt wieder nach draußen. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier mache. Oh, aber okay, wie ich sehe, bist du ja wieder auf den Beinen. Okay, was steht denn hier auf dem Schild drauf? Ach ja, okay. Ja, du bist gesund. Du hattest einen Panzerunfall. Du darfst wieder gehen. Was ist hier denn los? Okay, anscheinend hatte ich einen Unfall. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich finde so einen lustigen Spruch. Und jetzt darf ich anscheinend aus einem Krankenhaus rausgehen, wo mir nichts passiert ist. Okay, was war das nochmal für ein Spruch? Ene, Mene, Vater, Sohn, auf in die nächste Dimension. Oh, oh mein Gott, was ist hier denn passiert? Was ist jetzt mit Brookhaven auf einmal los? Oh mein Gott, dieses Video ist einfach nur komisch. Was ist jetzt denn los? Was ist das denn? Ist das ein Zombie? Oh mein Gott, gut, dass ich Erfahrung mit Zombies habe. Los, ich mache jetzt hier den besten Backflip und ich hau dich K.O. Peng! Aua, Mama! Tja, mit mir legt sich kein Zombie ab. Ich habe bisher jede Zombie-Apokalypse überlebt. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Was? Was ist denn da hinten los? Schnell nachgucken. Oh, da ist ein anderes Zombie und ein Soldat. Ein Soldat! Hilfe! Ich werde vom Zombie angegriffen. Ich habe keine Munition mehr. Keine Angst, ich rette sie. Ich mache hier den Backflip und hau ihn K.O. Aua, Mama! Vielen Dank, du bist mein Held. Es herrscht nämlich gerade eine Zombie-Apokalypse und... Was? Oh mein Gott, ja, kein Problem. Ich muss weiter. Das ist alles passiert, nachdem ich den Spruch Ene Mene, Vater Sohn, auf in die andere Dimension gesagt habe. Was? 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 Was ist jetzt denn los? Oh, wie sieht Brookhaven jetzt denn aus? Anscheinend bin ich in einer anderen Dimension. Naja, ich guck mich hier einfach mal um. Oh, da ist jemand, da ist jemand. Hey, hallo. Herzlich willkommen in der Brookhaven Bank. Wie kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie Geld abheben? Ja, also wenn Sie jetzt schon so fragen, na klar, ich möchte gerne Geld abheben. Das sieht echt schlecht aus. Ich finde kein Konto, was auf Ihrem Namen läuft. Und außerdem siehst du gar nicht aus wie einer von uns. Du siehst ganz fremd aus. Ich meine, wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Hallo? Das könnte ich genauso gut zurückgeben. Naja, ich würde Sie jetzt bitten, die Bank zu verlassen, sonst muss ich den Sicherheitsdienst rufen. Okay, schon gut. Naja, der will mich anscheinend aus der Bank rausschmeißen. Wie der aussieht, das ist doch kein Mensch, oder? Was ist das für eine komische Dimension? Und hier stehen überall Süßigkeiten rum. Dort hinten sind zwei Lutscher einfach mal. Wie cool. Oh, lecker, zwei Lutscher. Welcher Lutscher ist so leckerer, der lilane oder der rosanere? Das kann ich dir ganz schön einfach sagen. Der rosane ist leckerer. Oh, hey, wer bist du denn? Und kannst du mir sagen, was du für ein Wesen bist? Moin, Meister. Ich bin ein Wolf. Du bist hier in der Wolfsdimension, glaube ich. Aber wir sind nicht irgendwelche Wölfe. Wir sind die Comic-Anime-Filme-Fantasiewesen. Ja, okay, ich akzeptiere das jetzt einfach mal so als Beschreibung. Und du sagst, dass der pinke Lutscher am leckersten schmeckt? Na klar, probier ihn ruhig. Ich raube den Laden aus.
Okay, dann probiere ich den Lutscher jetzt. Hä, was passiert denn da hinten mit Ben? Oh, da ist ein Ben, der rennt in die Bank rein. Was? Nein, ein Ben, die sind hier böse. Los, schnell weg. Ben, gib mir dein ganzes Geld. Ben. Ah, Ben, hier, bitteschön, hier ist das ganze Geld der Brookhaven Bank, aber bitte verletzt uns nicht. Das sieht aus wie ein Bankraub. Auch wenn die Bankerin vorhin nicht nett zu mir war, ich muss dazwischen gehen. Ich hole meinen berühmt-berüchtigten Backflip raus und Angriff, Ben. Boom. Aua, Mama. Vielen Dank, Aborg. Sorry, dass ich so gemein war. Aborg, was hast du denn gemacht? Du hast den Ben besiegt. Krass, du bist echt ein Held. Vielen Dank, Leute. Ich habe ihn doch nur mit meinem Backflip einmal kurz K.O. gehauen. Aborg, du solltest wissen, dass wir uns kaum gegen Bens wehren können. Bens sind in dieser Dimension sehr, sehr gefährlich für uns. Vielen Dank. Ach, kein Problem, ihr zwei. Aber den Rest müsst ihr selber erledigen, denn ich habe noch einiges zu tun. Und zwar gehe ich jetzt wieder los und ich sage den magischen Spruch. Ene mene, Vater, Sohn, auf in die nächste Dimension. Wo bin ich jetzt denn? Ich bin irgendwo, wo alles rostig ist. Rostig und dunkel. Oh, wer steht da denn? Lilly und Paul. Wie seht ihr denn aus? Hey, Lilly und Paul, wie seht ihr denn aus? Hä, wer bist du? Genau, schieß los, wer bist du? Ach ja, ihr wisst es ja nicht. Hallo, mein Name ist Aborg. Ich komme aus einer anderen Dimension und ihr seid anscheinend hier. Was soll das eigentlich sein? Ist doch klar wie Kloßbrühe. Wir sind Roboter. Es gibt eine Roboterdimension. Wie cool ist das denn? Das ist hier bestimmt mega cool, oder? Nein, das ist überhaupt nicht cool. Wir müssen uns die ganze Zeit in Sicherheit bringen vor Leuten, die uns auseinandernehmen wollen. Hä, was bedeutet das? Ich zeig's dir! Du gibst eine prächtige Beute ab! Oh mein Gott, nein! Was passiert hier gerade? Hier ist du und dann dieser Plünderroboter! Was? Ich verstehe gar nichts mehr! War das gerade schlimm, was passiert ist? Ja, das war mega schlimm! Das war ein Plünderroboter! Er hat meinen Freund Paul entführt und er wird ihn jetzt in Einzelteile zerlegen und verkaufen! Wir müssen ihn sofort retten aus der Autofabrik! Los! Oh mein Gott, Lilly! Warte auf mich! Warte auf mich! Warte auf mich, Lilly! Wo bist du? Oh, da hinten rennt Lilly! Oh mein Gott, Lilly sieht in dieser Dimension echt lustig aus! Wenn ihr das auch findet, dann schreibt es mal in die Kommentare! Aber Lilly, genug die Späße! Wir müssen zur Autofabrik und Paul retten! Aber wir sind da! Ich seh's! Wir sind da! Hier ist der Autoshop! Und was passiert? Da ist Paul und der Plünderroboter. Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Da ist Paul und der Plünderroboter. Lass mich frei, ich will nicht auseinandergenommen werden. Haha, dafür ist es zu spät. Deine Arme und Beine werde ich verkaufen. Aber wir müssen was dagegen unternehmen. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Los. Mist, Leute, ich habe auch keine Ahnung. Ich werde es einfach nochmal mit meinem Backflip versuchen. Vielleicht kann ich hier nochmal die Situation retten. 3, 2, 1, let's go, Backflip. Aua, Mama! Aber danke, du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Ach, kein Problem. Das wird ja mal verrückter hier. Ich muss schnell wieder weg in die nächste Dimension. Ich glaube, jede Dimension wird schlimmer. Ene mene, Vater, Sohn, auf in die nächste Dimension. Ach, wo bin ich jetzt denn? Oh, das sieht wieder normal aus. Bin ich wieder in der normalen Dimension? Oh, das wäre so toll. Die anderen Dimensionen waren zwar cool, aber ich freue mich auch echt wieder zu Hause zu sein. Oh, was ist da hinten denn los? Oh mein Gott, was ist da denn los? Bitte lass uns gehen. Oh, nein, niemals. Ich bin Joker. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin in einer superhellen Dimension. Oh, ich muss die zwei Leute befreien. Ich muss die Leute befreien. Warum sind in jeder Dimension kriminelle Leute? Irgendwie muss ich die befreien. Joker hat die entführt. Joker hat die Beine entführt. Oh nein, und Joker ist ziemlich böse. Wie mache ich das jetzt nur? Der steht auf einer offenen Fläche. Ich kann ihn nicht einfach so angreifen. Hallo Aborg, ich bin Spider-Man. Ich will Joker auch besiegen. Wir können zusammenarbeiten. Was? Einfach mal Spider-Man. Spider-Man, ich bin so ein Fan von dir. Wollen wir ein Foto machen? Aborg, darum geht's doch gerade gar nicht. Willst du mit mir zusammenarbeiten oder nicht? Ja, okay, sorry. Ich habe das komplett vergessen, dass Joker da gerade Leute entführt. Was soll ich machen?
Da ich der Einzige von uns beiden mit Superfähigkeiten bin, würde ich sagen, dass du dich opferst als Ablenkungsmanöver. Und dann kann ich die anderen beiden befreien. Was? Mit Opfern meinst du so richtig mein Leben opfern? Ja, Borg, es gibt keine andere Möglichkeit, außer du möchtest, dass die beiden Geiseln auch erledigt werden. Naja gut, okay, dann werde ich den Lockvogel spielen und mich opfern. Es musste einfach passieren, wenn ich den Zauberspruch verwende, dass es irgendwann mal viel zu gefährlich wird. Hey, Joker, mein Name ist Aborg. Wenn du schaffst es nicht, mich zu erledigen? Na warte, wer wagt es, mich herauszufordern? Ich greif dich an! Ah, schnell wegrennen vor Joker, schnell wegrennen! Joker rennt mir hinterher. Oh mein Gott, da ist er. Joker rennt mir hinterher. Vielleicht schaffe ich das hier abzuhauen. Oh Mann, nein, nein, nein! Das war's jetzt mit dir. Jetzt bist du erledigt. Ich bin Spider-Man. Ich befreie euch. Ich mach die Fesseln los. Vielen Dank, Spider-Man. Du bist ein echter Held. Genau, Spider-Man. Nein, diesmal bin ich kein Held. Der wahre Held ist Aborg aus einer anderen Dimension. Er hat sich für euch geopfert. Joker, ich dachte, du hättest mehr drauf. Ich dachte, du hättest echt mehr drauf. Oh Mann. Aua, Mama! Du kannst deine Mama so viel rufen, wie du willst. Ich glaube, du kommst jetzt erstmal in den Knast. So, und ich lasse Spider-Man mal den Rest erledigen. Ich glaube, da hinten hat er die Leute befreit. Ich gehe jetzt zurück in meine Dimension. Ene, mene, Vater, Sohn, zurück in die Dimension. Okay, ja, jetzt bin ich wieder in meiner richtigen Dimension. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut dir das Video auf der rechten Seite an. Und wenn du dir Robux oder Premium kaufst, benutzt gerne meinen Starcode Aborg. Damit würdest du mich kostenlos unterstützen. Bis zum nächsten Mal und ciao.